Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg zockt. So, neu gebaut und schon Stau. Da könnte man jetzt auch das Ganze positiv sehen und sagen, ja, wird angenommen. Durchaus. Was können wir hier noch machen? Ja, das Ganze vielleicht ein bisschen breiter, also dass wir es dreispurig machen. Oder wo haben wir hier das Problem? Wahrscheinlich hier vorne irgendwo. Oh, hier oben stehen sie auch. Ja, hier beim Aus. Fädeln. Wo wollt ihr denn hin? Alle hier in die Stadt rein. Ich meine, hier ging es ja noch weiter. Also hier kommt man dann in die richtige Stadt, also in die große. Das wird kaum genutzt. Das ist ja auch interessant. Warum wollen die denn alle da rein? Wir könnten natürlich hier nochmal eine Abfahrt machen. Dass die nicht alle hier reinfahren. Hier kommen sie auch daher. Ja, sagen wir mal so, der Kreisel hier, der ist gut besucht, wie man sieht. Aber sie fahren halt auch wieder deppert. Also irgendwie... Ist hier eine Ampel? Ist jetzt aber nicht wahr. Das ist ein Kreisel und da ist eine Ampel drin? Wie doof ist das denn? Ich mache hier mal die Ampeln weg. Also da staune ich jetzt tatsächlich gerade ein bisschen. Wir brauchen hier doch keine Ampel. So, Ampel weg. Ist hier... Ne, da würde ich eine hinmachen. Ich habe jetzt hier nicht eine Ampel hingestellt. Ne, ich habe sie weggenommen. Bringt wahnsinnig viel, wie man sieht. Ja. Was möchte denn er hier? Er hat doch Vorfahrt. Warum ist er denn jetzt nicht gefahren? Jetzt kann er nicht mehr, jetzt steht der im Weg. Also es ist halt schon... und hier vorne ist dann auch wieder Stau. Ja, weil wir hier ein bisschen... A, haben wir eine Ampel allen Ernstes und B, stehen da natürlich wieder relativ viele Leute. Okay, wir nehmen hier die Ampel ebenfalls weg. Und dann... Ja, eine Fußgängerüberbrückung. Das ist irgendwie Käse, weil dann sind die Häuser hier weg. Das ist ganz klar, das kriegen wir hier so nicht hin. Ich könnte einfach mal wieder den Fußgängerstreifen kappen. Dann kommen sie auch nicht rüber, aber dann werden sie wahrscheinlich einfach da vorne rüber wollen. Jetzt ohne Ampel. Ja, fahren immerhin die. Oder kriege ich hier noch einen kleinen Kreisel hin? Wäre natürlich auch eine Option. Das würde gehen. Das würde auch gehen. Das würde auch gehen. Gut, dann sind die Gebäude dort aber auch weg. Hier passt sogar ein Riesenkreisel hin. Ich mache mal den. So, okay, gut, dann müssen sie neu bauen. Jetzt hätten wir immerhin Platz für die Fußgängerüberführung. Das würde jetzt gehen. Aber da brauchen wir halt, ja, hier eine Überführung, da eine Überführung. Da bin ich tatsächlich wieder bei dem Gedanken. Da müsste es was Vorgefertigtes geben. Weil du kannst nicht bei jedem Kreisel, du kannst nicht bei jeder Kreuzung, die wir hier haben, irgendwie eine Fußgängerbrücke machen. Das dauert ja 10 Jahre und 5 Monate, dann ist vielleicht schon City Skylines 3 raus. Also das ist einfach nicht zielführend. Gut, also einen Kreisel haben wir gemacht. Kriege ich hier vielleicht noch irgendwie ein Gebäude hin? Ne, da haben wir den Platz nicht. Na gut, dann haben wir hier ein bisschen Grün drin, das ist ja auch schön. So, eine Zufahrt machen wir hier nicht. Ich habe mir aber gerade noch überlegt, hier bei der Autobahn, wenn die ja alle hier in die Stadt rein wollen, warum nicht hier eine Ausfädelung machen? Hier rein. In diese breite Straße. Das können wir mal angehen. Dann haben wir vielleicht nicht da vorne dann den ganzen Stress. Würde heißen, so ein Teil. Wir machen das Ganze hier erstmal dreispurig, damit wir eine Ausfädelungsdingens haben. Ja, schnell gucken. Ja. Haben wir mal hier. Und zwar in die Richtung. Sehr gut. Und jetzt nehmen wir das Ganze einspurig. Nicht ändern, sondern dann bevorzugt bauen. Gehen wir hier raus. Durchaus mit ein bisschen Weg. Hier lang. Und dann im Prinzip hier rein. Oder vielleicht sogar hier mit einer Brücke rüber und dann da rein. Das wäre doch auch okay. Wobei in die andere Richtung möchten sie vielleicht auch. Hier ist ja kein Problem. Da brauchen wir in dem Sinn keine Ausfahrt. Aber dass wir hier vielleicht noch eine haben. Mit einer Kurve. Hier rein. Ja, irgendwie, ich sehe den Stau schon wieder kommen. So, einmal den. Und hier... Machen wir das stilvoll mit einer Brücke, würde ich vorschlagen. Einmal Höhe, 10 Meter. Nee, Moment, ich muss ja unten anfangen. Also so, dann die 10 Meter. Dann hier rüber. Ist es nicht wahr? Geht nicht? So geht's. Nee, so geht's auch nicht. Da überlappt irgendwo da hinten was. So geht's. Und dann wieder zurückschwingen, das ist ja eine Killerbrücke. Ja gut, dann haben wir hier halt eine Killerbrücke mit einer Killerkurve. Und dann geht das hier wieder rein. Und dann beobachten wir das mal. So, so hier rein. Jetzt hat es doch, glaube ich, allen Ernstes gleich mal wieder irgendwie eine Ampel hingefräst. Wir brauchen hier keine Ampel. Beim besten Willen nicht. Mach die weg.
Wo waren die gleich nochmal? Hier. Einmal Ampel weg. Dankeschön. Haben wir hier auch eine Ampel? Das hat... Sag mal, das ist ja gar keine Brücke geworden. Das ist zwar schon angenommen worden, aber nö. Das ist keine Brücke, Jungs. Macht hier eine Brücke hin. Reichen da die 10 Meter nicht? Oder wo ist das Problem? Ich versuch's mal von hier kommend. Schnellstraße. Ich kann ja die Richtung umdrehen. Das ist ja kein Problem. Also Schnellstraße war hier. Die 10 Meter halt. Das geht halt nicht. Okay, dann geht er auf die Straße runter. So wird's gehen. Mach mal. Ja, okay, da haben wir die Brücke. Das ist dort ein bisschen steil. Und hier gefällt es mir auch nicht mehr. Nehmen wir auch nochmal weg. Ja, der Verkehr kommt schon. Und ich bin hier noch in der Bauphase. Einmal runter. Wo wollten wir jetzt hin? Hier rein. Okay, jetzt aber eben das Ganze umdrehen. Mit Ändern. Rechtsklick. Rechtsklick. Das ändert gerade nicht. Was nicht mit Rechtsklick hier drauf? Doch. Hier mit Ändern. Jetzt möchte er nicht mehr ändern. Ist es denn wahr? Weil das bringt uns ja gar nichts. Das ist ja völlig falsch rum. Jetzt ändert das nicht mehr. Wir hatten doch... Geht es so? Nee, so geht es eben auch nicht. Nee, da baue ich ja. Sag mal, aber das war doch mit Rechtsklick, dass das geändert wird. Muss ich das jetzt nochmal neu bauen, weil ich das irgendwie nicht ändern kann? Hier ist Ändern. Und wenn ich einen Rechtsklick mache drauf oder einen Linksklick, dann ändert sich gar nichts. Hier auch nicht. Okay, dann... Nee, da muss ich es allen Ernstes nochmal neu machen. Weiß jemand warum? Eben, es funktioniert doch mit Rechtsklick, das Ändern. Gibt's doch nicht. So, machen wir das nochmal weg, nochmal weg. Hier stimmt's, glaube ich. Jawohl, da müssen wir das von hier her kommt bauen. Weil wenn ich die Richtung nicht ändern kann, dann... Ja, geht's halt nicht. So, einmal diesen. Einmal hier raus, haben wir gesagt. Dann die 10 Meter hier rüber. Und zwar bitte wirklich rüber und nicht irgendwie... Er geht da... Guck mal, er geht da schon wieder in die Straße rein. Statt dass er die Brücke macht. Dann machen wir halt die 20 Meter. Es hilft ja nichts. So, dann haben wir hier aber irgendwie eine Steigung. Das finde ich halt auch doof. Das sieht doch nicht gut aus. Das muss doch mit den 10 Metern gehen, dass man hier rüberkommt. So. Ah, falsch geklickt. Halleluja. Moment. Nochmal runter. Und nochmal die 10 Meter. Wir können sie ja mal bis hier hinziehen und dann gucken, ob wir rüberkommen. Ja, guck mal, so geht es jetzt hier einfacher. Zack, einmal den. Und dann da rein. Und dann müsste es jetzt mit der Richtung eigentlich auch stimmen. Hoffe ich mal. Wir gehen mal raus und gucken. Ja, wo ist denn jetzt der Stau hingekommen? Ja, guck mal, jetzt ist er weg. Okay, weil ich da halt rumgebastelt habe wahrscheinlich. Aber ich denke mal, das müsste genutzt werden. Die können ja früher raus hier. Es kann höchstens sein, dass das wieder Stau gibt. Aber interessant, dass der jetzt da weg ist. Ach, dafür haben wir ihn hier. Das ist ja auch interessant. Okay, irgendjemand hat noch in die Kommentare geschrieben, er hat den öffentlichen Verkehr ausgebaut ohne Ende und gebracht hat ziemlich gar nichts. Er hat trotzdem noch Verkehrsprobleme. Das ist einfach von der Simulation her. Ja, hier ein Kreisel und dann dort ein Kreisel. Da bin ich jetzt auch nicht so überzeugt. Allerdings, ihr seht, ich sehe es auch. Wir haben hier schon wieder irgendwie ein Ampelsystem drin. So, fahrt mal. Das geht halt hier von vielspurig, ja, zweispurig, ja, eigentlich in einen einspurigen Bereich rein, weil die Spur wird ja von denen hier dann eigentlich verwendet. Hier vorne ist okay. Haben wir eigentlich Nachfrage? Ja. Oh, ich möchte aber, bevor wir irgendwas anderes machen, hier haben wir überall Stau, ist es denn wahr? Und das ist ja dreispurig hier. Hier hört der Stau dann auf. Da muss ich auch nochmal schnell gucken. Was ich jetzt aber primär gucken möchte, hier unten, genau. Das ist nicht die optimale Lösung. Da wurde auch geschrieben, kriegst du fast nicht weg. Da müssen wir hier eine ewig lange Umfahrung im Prinzip machen, damit sich die Autos drauf verteilen. Das ist hier halt, sorry, das hat einen doofer Hafen. Das gibt's doch nicht. Du kannst doch nicht, wenn du so eine Nachfrage hast, dann hier so ein Türchen machen. Eins. Damit hier ja nicht irgendwo sonst noch irgendwo LKWs reinfahren. Eben, was halt wäre, vielleicht einen zweiten Hafen, damit sich das Ganze hier irgendwie auf zwei Häfen verteilt. Ja, das ist halt irgendwie, kann man hier bei besten Willen, glaube ich, nicht viel machen. Die müssen da selber mit klarkommen.
Ein Teil nutzt es von hier, ein Teil nutzt es von hier. Ja, die fahren schon mal gar nicht mehr in die Richtung hier, weil sie wahrscheinlich irgendwie im Radio gehört haben, dass da Stau ist. Ja, eine Armada, guckt euch das mal an. Also mein Aussehen tut es ja cool. Aber das ist natürlich, sagen wir mal so, in dem Sinne nicht zielführend. Und er hat sich hier noch verkeilt, der Kollege. Ein Kreisel. Bringt hier ein Kreisel was? Wahrscheinlich kriege ich hier einen Kreisel gar nicht hin. Wir können ja mal gucken. Kostet ja nichts. Gucken ist immer kostenlos. Überlappend. Ja, das überlappt halt mit dem Hafen. Das geht nicht. Ich habe es fast vermutet. Nee, das geht tatsächlich nicht. Ja. Hm. Eben, ich sehe halt den Nutzen darin. Dahin gehen nicht. Wenn wir hier halt Schlängel machen und tun. Sagen wir verlängern diese Straße. Der Stau bleibt trotzdem. Er verteilt sich einfach dann auf mehr Weg. Und den Weg brauchen wir nicht, weil wir sind ja hier. Hier ist fertig mit dem Stau. Hier hinten. Es ist halt schon. Es ist halt ganz krass. Ich muss nochmal sagen, der Hafen ist halt falsch konzipiert. Du kannst nicht einfach eine kleine Einfahrt machen bei diesem Hafen. Allen Ernstes, wenn dann die LKWs so daherkommen. Das geht halt nicht. Gut, solange wir hier im grünen Bereich sind, würde ich sagen, leben wir halt auch mit dem Stau. Also, wir können hier jetzt auf die Schnelle nichts machen. Wie sieht es hier vorne aus? Wir gehen nochmal rüber. Achso, eben der gute Mann, der geschrieben hat, von wegen, dass da mit dem Nahverkehr, dass das auch nichts gebracht hat in Sachen Stau etc. Der hat auch geschrieben, eben diese blöde Nachfrage hier nach Arbeitskräften mit hoher Qualifikation, die bringst du halt auch fast nicht weg. Das müssen sie vielleicht mal nochmal nachpatchen, weil du kannst nicht irgendwie eine Fehlermeldung sozusagen bringen, bevor der Spieler in der Lage ist, das zu beheben, weil wir können da nicht viel machen. Ein College brauche ich noch, aber noch, sehe ich gerade. Was war denn gleich nochmal ein College? Das hier ist die Sekundarschule, hier heißt das Fachhochschule. Okay, wir machen noch eine Fachhochschule, die hätte ich gerne hier hinten. Ach so, und das Radio-Ding, das könnte man eigentlich abstellen, aber nur beim Spielstart. Und das habe ich natürlich jetzt wieder vergessen. Und das Problem ist, das muss man, glaube ich, jedes Mal wieder neu machen. Das ist auch sehr sinnig, muss ich sagen. Weil, Kollege, Radio, ja, braucht man halt nicht. Ich glaube, hier ist ein Bauernhof. Hier muss ich gar nicht versuchen, eine Schule hinzustellen. Hier? Schade, wäre doch jetzt schön gewesen, wenn das hier noch reingepasst hätte. Wie sieht es hier aus? Hier müsste es doch gehen. Jawohl, dann haben wir hier, zack, das Teil. Leisten können wir uns das Dicke. Mit Anbauten in Sachen Erweiterung, jawohl, und in Sachen, genau, die Bibliothek. Zack, dann haben wir die auch noch. Wunderbar. Gut, aber eben, das wird das Problem da hinten mit dem Mangel auch nicht lösen. Aber schön hier, die Hochhäuser. Es ist schon langsam ein gutes Städtchen. Was haben wir hier? Wieder ein Müllproblem. Im Schulbezirk. Obwohl wir ja tatsächlich das Recyclingzentrum, das haben wir doch zugewiesen. Ich weiß nicht welches. Sehe ich das, wenn ich hier raufgehe? Lokale Dienstleistung, Recyclingzentrum. Okay, da können wir noch Aufwertungen machen. Ich möchte mal dahin. Wo haben wir das denn? Ja, irgendwo hier hinten wahrscheinlich. Kann ich da nicht irgendwie direkt hin düsen? Was ist das hier? Nee, geht nicht. Hier, glaube ich. Fokus. Mach mal. Aha, hier unten. Wir sehen, wir haben hier eigentlich noch Erweiterungen. Sondermüll. Lagererweiterung. Nee, interessanter wäre es eigentlich fast. Mehr Fahrzeuge wären da nicht unwichtig, denke ich. Geht das noch irgendwo hier hin? Hier dahinter. Dann haben wir hier zwei von denen. Dann ist das ein ordentliches Recyclingzentrum. Gelagerter Müll. Kann ich irgendwo die Fahrzeuge einstellen? Betriebbefindliche. Aktive Fahrzeuge. Eins. Im Ernst jetzt? Warum denn nicht 30? Dieses Gebäude entsendet Fahrzeuge, ja? Um in der Stadt ihre Aufgaben zu erfüllen. Machen sie aber nicht. Die Anzahl der aktuell im Dienst befindlichen Fahrzeuge verändert sich automatisch mit den Bedürfnissen der Stadt. Da hinten ertrinken sie im Müll. Leute, also das Bedürfnis ist gegeben. Macht da mal noch mal ein paar Fahrzeuge hin. Transportiert. Verbrennungsanlage, okay. Fracht, null. Der hat nicht mal was dabei. Also zugewiesen ist es ja. Mich dünkt, das funktioniert noch nicht so ganz. Sollen wir hier hinten mal noch irgendwie was hinmachen? Das Problem ist halt diese Recyclingteile. Bodenverschmutzung, Mittel. Das ist halt Käse. Anders kann man es nicht sagen. Hier sehen wir aber die
Ja, weil ich hier Bodenverschmutzung mache und wahrscheinlich Luftverschmutzung ebenfalls noch. Wo war es denn? Ja, die ist eigentlich gering, aber die Bodenverschmutzung ist halt übel. Ja, wir müssen die Teile halt wirklich hier hinten irgendwo haben. Hm, oder hier unten und dann, es weht halt irgendwie in die Richtung, allerdings es ist gering. Ich möchte halt hier nicht den Boden versauen. Oder haben wir irgendwie noch eine Möglichkeit? Was ist das hier? Industriemüllverwertung? Haben wir bereits gebaut. Also haben wir das Flächenwerkzeug. Eine Verbrennungsanlage, die macht natürlich noch mehr Luftverschmutzung etc. Gibt es da nichts, was irgendwie... Wo haben wir es? Ne, da können wir nicht mehr weiter. Ich dachte, hier hätte es vielleicht noch irgendwie... Ja, eine Müllverarbeitung, die nicht unbedingt allzu viel Schmutz macht. Wobei das Recyclingzentrum ist eigentlich schon das Beste. Sollen wir das vielleicht hier hinstellen, in der Hoffnung, dass die da unten dann Ruhe haben. Hier haben wir den Flughafen. Kommt ein Recyclingzentrum an den Flughafen, das ist doch eigentlich relativ schick. wir brauchen noch ein bisschen Platz. Ich mache das mal hier hin und wir beobachten das Ganze. So, ich denke den Müll da unten müssen wir dann wegkriegen. Genau, Müllwagendepot. Dann hier so ein Teil. Dann, Moment, das Teil noch. Zack, hier hin. Und dann hoffe ich, die arbeiten schnell. Ja, da kommen schon die ersten Müllwagen raus. Sehr schön. Pharma, ja, die Richtung stimmt auch. Okay. Das könnte sein, dass wir das jetzt hier hinten dann tatsächlich gewuppt kriegen. Und die Landung von den Flugzeugen, wunderbar über eine Recyclinganlage hinweg, das ist ja auch zauberhaft. Naja gut, haben wir. Nachfrage, ja wie immer, Gewerbe, sagenhaft. Muss ich nochmal sagen. Jetzt haben wir hier hinten nochmal ein bisschen Gewerbe machen. Das wäre dann hier und hier wieder dicht besiedelt. In die Richtung. Hier haben wir Wohnungen. Und zwar dicht besiedelt, das sieht man. Hier haben wir Gewerbe. Kommt, wir machen hier mal noch einen Happen. Ja, guck mal, das ist sogar, das ist grün. Also hier wird das Gewerbe fröhlich sein, sozusagen. Sehr gut. Passt. Stau haben wir immer noch. Ja, und zwar in rauen Massen. Allerdings, oh, jetzt einen Verkehrsunfall gegeben. Okay, dann, da kann man nichts machen. Das ist dann kein natürlicher Stau, sondern das ist einer, der entstanden ist halt. Ja, tatsächlich wegen dem Unfall. Jetzt habe ich doch hier hinten irgendwo eine Abfahrt gemacht. Wo war das denn? Hier die Brücke. Boah, also wird jetzt auch nicht massiv genutzt. Ist aber okay, weil der Stau hier ist weg. Keine Ahnung, warum der weg ist, aber ist halt weg. Und hier vorne diese Kreuzung. Ja, es ist halt das Gleiche. Auch hier kreuzen halt wieder Fußgänger. Und verursachen dann Stau dahingehend, weil natürlich die Fahrzeuge, die Autos nicht fahren können. Ja. Aber eben jetzt hier ein Fußgänger-Dingens drüber. Die wollen auch in die Richtung. Da brauche ich nur dort auch nochmal was. Hier geht es in Kreisel rein. Ja, und dann gibt es hier vorne wieder. Das ist aber kein Stau. Das ist sehr fließender Verkehr, liebes Spiel. Hier haben wir ein bisschen Stau. Hier haben wir ein bisschen Stau. Ja, die kommen von da. Da haben wir einen neuen Stadtteil gebaut und haben wieder die alten Probleme. Irgendwie mit den Teilen hier weg. Was meint ihr dazu? Das bitte gerne in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr davon, wenn wir hier mit diesen Bauernhöfen umziehen, damit wir hier nochmal Baufläche haben? Oder findet ihr das cool, dass hier in diesem neuen Bezirk tatsächlich einfach hinten die Bauernhöfe sind? Würde mich echt interessieren. Also gerne in die Kommentare schreiben. Nachfrage. Nach dicht besiedelten Wohnen. Ganz wenig. Das werden wir aber ausnutzen. Damit wir hier nochmal ein bisschen Skyline kriegen. Wo haben wir denn noch Fläche? Hier halt nicht. Da hinten hätten wir was. Hier oben haben wir was. Ich würde hier mal weitermachen. Ja, das war mir klar, dass da gleich gebaut wird. Hier um den Park rum. Das ist logisch. Da ist aber die Nachfrage dann auch gleich weg. Jetzt haben wir noch eine Nachfrage nach Industrie. Ich würde sagen, dem kommen wir auch mal nochmal nach. Das wäre dann hier hinten. Wir können ja I drücken. Dann haben wir hier die normale Ansicht. Platz haben wir hier noch genug. Ist das die Industrie hier oben? Ja, ja, klar. Man erkennt es auch daran, dass hier eben die qualifizierten Arbeiter fehlen. Wir machen mal den. Hm. Ja, hier ist die Autobahn um den Hafen rum, Industrie. Ich weiß nicht, ob das clever ist. Wenn wir hier eh schon Stau haben, dann haben wir noch die zusätzlichen LKWs von der Industrie. Finde ich jetzt auch nicht so. Hm, wahnsinnig clever.
Allerdings, ja kommt, ein bisschen Industrie hier schadet nicht. Eben, das geht ja alles in die Richtung dann. Also hier nach links weg. Ja, wir machen hier Industrie hin. Machen wir gar keine langen Sachen. Da wird eh auch gleich gebaut. So, hier Industrie und hier. Und dann sollte hier das Ganze auch runtergehen. Hier noch ein bisschen Gewerbe. Das bringt, glaube ich, gar nichts. Die brauchen primär den Wohnbereich, würde ich behaupten. Ja, weil Industrie ist jetzt runter. Punkte haben wir hier keine mehr. Wir könnten noch Kacheln kaufen. Da würde ich warten. Jetzt ist aber hier tatsächlich auch noch nichts passiert. Ich müsste hier mal noch auf Tempo. Also in Sachen Müllbeseitigung ist hier noch gar nichts passiert. Obwohl wir da was zugewiesen haben. Ich könnte natürlich das Teil jetzt auch noch zuweisen. Komm, das machen wir doch glatt. Die sind ja drin. Das sieht man hier. Die sind im, also in diesem Bezirk drin. Oder kann ich da nur eins verknüpfen? Ja, das sieht fast so aus. Da kann ich nur das hintere dort. Kann ich das kappen? In Betrieb befindliche Bezirke auswählen. Kehr zurück. Moment. Wenn ich das so mache. Auswählen. Ja, doch, es geht mit zweien. Das hier hätten wir gerne. Gut, das würde passen. Aktive Fahrzeuge 8. Das ist schon ein bisschen mehr als da hinten. Sehr gut. Dann kriegen wir das hier doch weg. Also die müssten doch hier lang kommen. Ist hier ein Müllwagen unterwegs? Ein Bus ist unterwegs. Und hier ist, wie man sieht, ein Bahnübergang. Aber kein Stau. Also das ist absolut kein Problem, dass hier Züge durchfahren. Ja, keine Ahnung. Okay, dann müsst ihr gucken, dass ihr das halt hinkriegt. Hier mit eurem Müllwagen. Das ist ein Lieferwagen. Hier haben wir noch eine Straße. Die haben aber kein Müllproblem, interessanterweise. Oh, habt ihr gesehen? Jetzt ist hier gerade weggegangen. Haben wir denn hier? Ja, hier haben wir ein Müllfahrzeug. Da haben wir noch eins und hier haben wir eins. Ja, ja, also die kommen jetzt tatsächlich hin. Das kann sein, dass das andere viel zu weit weg ist. Dass die hier halt gar nicht hinkommen. Aber eben, ich bin halt kein Freund davon, dass wir jetzt hier oben ein Recycling-Ding haben. Wenn wir hier mal schnell gucken. Falsch. Wir brauchen auch nicht die Wasserverschmutzung. Den Lärm auch nicht. Das brauchen wir. Ja, geht. Also die Bodenverschmutzung hält sich im Rahmen. Die Luftverschmutzung ist auch okay. Das weht nach hier hinten. Hier hinten ist noch nichts. Das ist okay. Hier oben die Industrie. Ja, logisch. Das ist klar. Aber deswegen haben wir die Industrie ja auch hier. Ist das die Industrie? Nee, guck mal. Warum ist denn... Hä? Moment. Schauen wir nochmal. Bodenverschmutzung. Nee, es war die Luftverschmutzung. Ach so, weil das natürlich rüberzieht. Logisch, klar. Hier entsteht das Ganze und wird dann hier hingeweht. Also, das ist schon soweit klar. Gut. Stau. Es ist halt, der Stau wird uns wahrscheinlich nicht loslassen. Ja, jetzt ist hier, jetzt ist hier noch schlimmer. Man sieht es. Also, das hat ein bisschen nachgelassen hier. Aber jetzt hier die Kollegen, jetzt kommen sie von hier auch noch. Und wollen allen Ernstes auch noch dahin. Hier ist eigentlich dann okay. Da beginnt der Stau. Ja, wo er endet ist eigentlich... Oder wo er anfängt, ist relevant. Und das ist hier vorne. Da können wir halt wirklich nicht viel machen. Ich sag's nochmal, diese Einfahrt hier, das ist halt... Das also, wer erfindet einen Hafen mit so einer kleinen Einfahrt? Mit so vielen Containern? Und mit so einer Nachfrage an LKWs? Und dann macht man hier allen Ernstes irgendwie so ein Eingängelchen. Also das ist halt einfach... Das ist im Prinzip ein Fehler im System, sage ich. Dieser Hafen ist sozusagen nicht nutzbar, weil die LKWs nicht reinkommen. Gut, da können wir aber nicht viel machen. Ich kann ja nicht hier, ich kann ja mal gucken. Wir haben hier nicht, dass wir irgendwie was machen könnten. Lagerhäuser. Ja, wenn ich das jetzt mache, dann ratet mal, was passiert. Also das wird jetzt kaum den Stau nehmen, da gibt es noch mehr Stau. Ich mache das mal, weil... Gibt es hier nicht eine Einfahrt? Das wäre doch jetzt noch cool. Nee, gibt es ja da auch nicht. Also, dass wir hinten zum Beispiel nochmal eine Einfahrt hätten. Nee, es bleibt allen Ernstes dabei. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt im Hafen keinen Gefallen getan. Das ist klar, das ist ein zusätzliches Lagerhaus. Sie können hier noch mehr lagern. Das wird wahrscheinlich nur noch mehr LKWs anlocken. Na, Judi hui. Gut, wie sieht es hier hinten aus, wo wir neu gebaut haben? Ja, da sind nochmal hohe Gebäude entstanden. Sehr schön. Was ist das hier? Tatort. Ach du Grüne. Hier im Park. Oh lala. Okay, wo ist die Polizei? Also Polizei müssen wir hier doch haben. Ja, ist grün. Da unten haben wir eine Polizeistation.
Ja, dann werden sie das hoffentlich aufklären. Ah, jetzt ist weg. Okay, dann müsste die Polizei aber auch hier sein. Ist hier Polizei? Ich stecke wahrscheinlich im Stau. Aber das Verbrechen wurde aufgeklärt, da bin ich froh. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Wir werden natürlich gucken, irgendwie, was jetzt hier mit dem Stau passiert und den beheben. Aber primär möchte ich hier tatsächlich hier weiterkommen. Wir kriegen 700 neue Leute pro Stunde. Und hier sind wir bei 270.000 in der Stunde, bei 258 Millionen. Also die wirtschaftliche Seite, die haben wir gewuppt. Jetzt müssen wir den Verkehr mal noch in den Griff kriegen, so richtig. Aber eben, da habt ihr auch geschrieben, das ist je nachdem fast nicht möglich. Aber man kann vielleicht zumindest Optimierungen machen. Dann danke ich euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss!